Maximilian Gutmann freut sich auf den Münchner Bädersommer, der auch heuer wieder von Anfang Mai bis Mitte September gehen wird. Für die Freibadsaison suchen die Stadtwerke München noch 63 Rettungsschwimmer und 14 Kassenkräfte. Maximilian Gutmann ist bei den M-Bädern für die Saison Rettungsschwimmer zuständig. Er weiß, welche Voraussetzungen man mitbringen sollte. Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Man braucht einen deutschen Rettungsschwimmer in Silber und einen gängigen Erste-Hilfe-Schein von 9 Stunden. Den kann man in einem gängigen Institut machen. Und den DRSA, also diesen Rettungsschein, den kann man bei uns ablegen. Also wir würden dort dann auch die Leute in den Bädern dann einteilen. Das Freibad ist ein verantwortungsvoller Arbeitsplatz. Rettungsschwimmer müssen Unfälle möglichst vorab vermeiden und im Ernstfall sofort eingreifen. Doch das kommt zum Glück nur selten vor. Ja, achten muss man in dem Beruf, sage ich mal, schon auf das. Es ist egal, ob jetzt 10 Leute im Wasser schwimmen oder ob 10.000 Leute im Bad sind. Man muss immer hellwach sein, es könnte immer was passieren und deswegen auch den Blick dafür haben, wo sind Gefahrenquellen, wer ist eigentlich immer im Bad, wer ist unterwegs, sind es am Nachmittag voll Jugendliche oder voll Familien mit Kindern, wo liegt da das Hauptaugenmerk oder halt in der Früh dann mehr mit den Stammgästen. Zumeist sind es kleinere Zwischenfälle, bei denen die Rettungsschwimmer helfen müssen. Ja, die kleineren Sachen sind halt doch in der Regel im Sommerbad die Hitzschläge, die Sonnenstiche und so weiter. Oder auch halt einen Bienenstich mal umschnackeln oder vielleicht hinfallen beim Fußball, Schulterprellungen und solche Geschichten. Also das haben wir schon öfter. Mehr Infos zu den Jobs am Pool gibt es telefonisch unter 23 61 21 98 oder online auf der SWM-Karriereseite. Kassenkräfte sollten, wenn es halt früh los ist, dann Ruhe bewahren, wollen es dann alles Mögliche, wieder rein, raus aus dem Bad. Und wie gesagt, hier Ruhe bewahren, sicher seine Geldabwicklung, sicher im Kassieren seiner Geldbestände. Gerade bei den Kassenkräften gibt es nochmal eine Kassenschulung und im Vorfeld der Saison laufen sie nochmal 2 Tage in einem Bad mit und können sich das Ganze dann anschauen. Wer also in diesem Jahr vom Auftakt an bei der Münchner Freibadsaison dabei sein will und das nicht nur als Gast, der kann sich schon jetzt bei den SWM bewerben.